Naturschutzgebiet Viehweide auf Markung Michelbach. Ein Weidewaldrelikt. Liebe Besucherinnen und Besucher, schon der Gebietsname Viehweide lässt es erahnen. In den Waldenburger Bergen ließ man früher Rinder und Schweine im Wald weiden, bis etwa 1830. Vor ihnen liegt ein Rest der einst viel größeren Weidewälder mit Wiesen, Birketgruppen und einzelnen mächtigen Eichen. Das Vieh ernährte sich von jungen Trieben, Eicheln, Bucheckern und Gras. Birkenlaub wurde verschmäht, sodass sich Birken am besten halten konnten. Nach der Umstellung auf Stallmast brauchte man Einstreu für den Stall. Zur Streugewinnung boten sich jetzt die ehemaligen Weideflächen an. Streuwiesen. Durch die jährliche Maat konnte kein geschlossener Wald aufkommen. So entstand der offene, parkartige Charakter, der noch heute diese Weidewälder prägt. Da sich Weidewälder und Streuwiesen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten schon lange nicht mehr lohnen, sind diese Flächen zumeist aufgeforstet worden. Damit gingen lichtbedürftige, dünge- und schnittempfindliche Pflanzen wie Arnika, geflecktes Gnadenkraut und Teufelsabbiss verloren. Heute haben solche Arten nur noch auf kleinen Restflächen wie in diesem Naturschutzgebiet eine Chance zu überleben. Der Pflegetrupp der Naturschutzverwaltung sorgt durch jährliche Maat im Herbst dafür, dass dieses Gebiet seinen Charakter behält. Im Süden des Naturschutzgebietes liegt ein Weiher. In den Waldenburger Bergen gab es bis um 1850 zahlreiche solche Weiher, die in erster Linie zur Fischzucht angelegt wurden. Nur wenige dieser idyllischen Gewässer sind heute erhalten. Im und am Wasser ist ein Lebensraum für eine besondere Pflanzen- und Tierwelt. Das Wichtigste in Kürze. Das Naturschutzgebiet Viehweide auf Markung Michelbach wurde bereits 1939 ausgewiesen und 1980 vom Regierungspräsidium Stuttgart neu gefasst. Es ist rund 18 Hektar groß. Schutzzweck ist die Erhaltung eines kulturgeschichtlich bedeutsamen Weidewaldes mit Streuwiesen und einem Weiher sowie die Erhaltung und Förderung der dort vorkommenden Pflanzen- und Tiergesellschaften. Das Naturschutzgebiet ist Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Der Kartenausschnitt zeigt die Hochfläche der Waldenburger Berge südwestlich von Waldenburg. In der Mitte die Rodungsinsel vom Obersteinbach, links im Westen das Naturschutzgebiet Viehweide auf Markung Michelbach mit Weiher. Östlich von Obersteinbach gibt es mit der oberen Weide und dem Endlessboden noch zwei ähnliche Weidewälder mit Streuwiesen, die gleichfalls Naturschutzgebiete sind. Viehweide auf Markung Michelbach aus der Luft gesehen. Seltene Flora auf nassen und feuchten Böden. Das Naturschutzgebiet weist eine spezielle, von der Umgebung abweichende Pflanzenwelt auf. Nur hier im lichten Weidewald, auf den Streuwiesen und am Weiher können sich Pflanzen behaupten, die an saure, nährstoffarme und stellenweise sumpfige Böden angepasst sind. Der Untergrund besteht aus Kieselsandstein, der von tonigen, wasserstauenden Schichten durchsetzt ist. Typische Streuwiesenpflanzen sind in diesem Naturschutzgebiet Pfeifengras und Borstgras sowie als Besonderheiten geflecktes Knabenkraut und Teufelsabbis. Im Weiher gedeihen schwimmendes Laichkraut, gelbe Teichrose und verkannter Wasserschlauch. Eine insektenfressende Pflanze. In der Verlandungszone und am Ufer wachsen schmalblättriges Wollgras, Gelb- und Blutweiderich, Binsen, Sauergräser und Torfmoose. Das Gewässer ist Laichplatz für Erdkröte, Gras und Wasserfrosch und Molche. Libellen und Ringelnattern haben hier ebenfalls ihren Lebensraum.